Sie müssen pressen. Tu ich doch. Sie müssen pressen. Lassen Sie die Queen in Ruhe. Sie müssen pressen. Was ist da? Mein Baby. Ich nenne dich Elisabeth. Oh Mann, ey, wo bleibt meine Tochter denn? Oh, schnell nach unten, bevor es wieder Ärger von Mama gibt. Tochter, wie siehst du wieder aus? Du bist doch eine Prinzessin. Ja, und Mama? Hast du dich schon mal im Spiegel angeschaut? So kannst du nicht rumlaufen, Prinzessin Elisabeth. Du musst dich umziehen gehen. Oh Mann, Mama, du bist total gemein. Ich gehe in mein Zimmer. Oh Mann, Elisabeth muss noch viel lernen, bevor sie die Königin wird. Oh Mann, Leute, wie das aussieht, weint die Prinzessin Elisabeth. Naja, ich werde jetzt erstmal hochgehen und sie trösten. Hallo Elisabeth, ich bin's, der Butler. Ich möchte dir helfen. Beruhig dich doch. Oh, danke, Babu. Danke, dass du mich immer versuchst zu trösten. Du bist der beste Butler, den wir haben. Elisabeth, kommst du runter? Es wird Zeit für deinen ersten Schultag. Yay, mein erster Schultag. Ich freue mich schon so. Ich werde viele neue Freunde kennenlernen. Schnell geh nach unten in die Limousine. Die Schule fängt gleich an. Haha, okay, Mama. Auf in die Schule. Unsere Limousine, yay. Sind Sie bereit, Frau Prinzessin? Ja, ich bin bereit. Na, dann kommen Sie mit. Ich fahre Sie jetzt zur Schule. Eine Frage habe ich noch. Was ist denn mit Bapo? Darf der gar nicht in die Schule gehen? My Lady, Sie müssen verstehen. Bapo ist nur ein einfacher Diener. Er wird niemals in die Schule gehen. Schlagen Sie sich diesen Bengel aus dem Kopf. Okay, das finde ich aber echt ein bisschen unfair. Oh Mann, Leute, die Prinzessin, die macht sich Sorgen um mich. Aber ich mache mir auch Sorgen um die Prinzessin. Ich finde das schade, dass ich nicht in die Schule gehen darf. Aber so ist das Leben als Butler, einer Königin und einer Prinzessin. Du, mein Junge, ich hab dich im Auge. Und jetzt fahre ich zur Schule. Liebe Prinzessin, Sie brauchen keine Angst zu haben. Diese Schule ist die beste Schule für königliche Familien auf der ganzen Welt. Sie werden hier viel Spaß haben. Ach wirklich, James? Das freut mich. Sie werden viele neue Freunde finden. Dankeschön. Na, wen haben wir denn da? Die kleine Göre von Prinzessin. Hallo, ich bin Elisabeth. Ich bin die neue Schülerin hier. Ich habe schon viel von dir gehört. Cool, wollen wir Freunde sein? Ich werde irgendwann die Königin. Was? Ich befreunde mit dir? Niemals. Lieber würde ich mich im Grab umdrehen, bevor das passiert. Hä? Aber ich dachte, ich werde hier viele neue Freunde finden. Oh Mann, die waren alle so gemein in der Schule. Hä? Was ist denn mit der Prinzessin los? Heute war doch ihr erster Schultag. Hat dir das denn etwa gar keinen Spaß gemacht? Ich will nie wieder in diese blöde Schule gehen. Da haben mich alle geärgert. Leute, das kann ich nicht zulassen. Elisabeth sah irgendwie ein bisschen traurig aus. Und ich bin ihr Butler. Und ich werde mich um sie kümmern. Ich gehe jetzt nach oben zu Elisabeth. Und dann werde ich sie trösten. Genau das werde ich jetzt tun. Hallo Elisabeth. Na, wie geht's dir denn? Ist alles in Ordnung bei dir? Oh, hallo Babu. Setz dich doch gerne zu mir. Okay, Elisabeth, ich mache das. Was ist denn los? Ach, Babu, weißt du, ich wurde heute in der Schule geärgert. Oh, Elisabeth, das tut mir leid, aber ich kann da mit dir nicht drüber reden. Das ist nicht meine Aufgabe als Butler. Ich glaube, es ist besser, wenn ich gehe. Nein, halt, Babu. Bleib hier, Babu. Aber, Elisabeth, was ist denn? Ich bin doch nur ein Butler. Babu, eins muss ich dir sagen. Ich finde dich süß, Babu. Was? Die Prinzessin findet mich süß, aber ich bin doch nur ein Butler. Babu, wo bist du? Komm sofort runter. Du musst weiterarbeiten. Oh Mann, James ruft, der Oberbutler. Okay, ich muss los. James, was gibt's denn? Was soll ich denn tun? Ich habe gar nichts gemacht. Du musst den Müll rausbringen und die Toiletten schrubben. Na klar, ich mach das. Oh Mann, wo bleibt meine Tochter denn? Ich habe was ganz Dringendes mit ihr zu klären. Sie weiß doch, dass heute ein wichtiger Tag ist. Oh Mann, ich kann es kaum noch abwarten, diese Schnecke zu sehen. Hä, wer ist denn der Kerl da? Der kommt mir richtig unsympathisch vor. Entschuldigung, Mama, für die Verspätung. Ich bin da. Naja, das wurde ja auch Zeit, liebe Tochter. Also, Elisabeth, ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich möchte dir König Eduard vom Nachbarkönigreich vorstellen. Also so, König Eduard. Hallo, ich bin Elisabeth, Prinzessin dieses Königreichs. Oh, Elisabeth, von dir habe ich schon viel gehört und viel gesehen, wenn du verstehst, was ich meine. Nee, okay.
Mama, was gibt's denn? Kann ich jetzt wieder nach oben gehen? Oh Mann, was ist das denn für ein Schmierlappen? Nein, Elisabeth, ich möchte, dass du mit Eduard auf ein Date gehst. Warte, was? Ich soll mit diesem Typen auf ein Date gehen? Den mag ich aber nicht. Ich will nicht mit dem auf ein Date gehen. Ey, du dreckiger Butlerjunge, hol mir mal gefälligst was zu essen und was zu trinken. Was redet ihr mit mir? Schnell losgehen, sonst werde ich gekündigt. Schnell was zu essen holen. So, hier ein Eis und, was zu trinken hier. Ein Wasser. König Eduard, ich bin wieder hier. Hier, bitteschön. Ein Eis und eine Flasche Wasser, bitteschön. Na, wird ja auch Zeit. Oh Mann, was für ein Grießkram. Aber Elisabeth, warum möchtest du mit König Eduard nicht auf ein Date gehen? Du weißt doch ganz genau, wie das Leben eines Königs verläuft und einer Königin. Ihr müsst heiraten, damit das Blut nicht verunreinigt wird. Aber Mama, was schlägst du denn vor, Ipa? Ich will nicht mit Eduard zusammen sein. Ach komm schon, Schnecke, ich möchte mit dir zusammen sein. Du bist so süß und hübsch. Ich bin viel jünger als der. Du gehst jetzt auf ein Date mit ihm oder es gibt Ärger. Aber Mama, ich liebe doch in Wirklichkeit unseren Butler Papu. Warte, was hat sie da gesagt? Die Prinzessin ist in mich verliebt? Ich bin ihre Crush? Oh Mann, ich hab auch eine Crush auf die Prinzessin. Elisabeth, ich liebe dich auch. Halt, was war das? Was hast du da gerade gesagt? Ich hab eine Crush auf unseren Butler Papu. Oh Mann, Leute, die Königin scheint gar nicht begeistert zu sein. Papu. Ja, Königin? Hiermit bist du gekündigt, seh zu, dass du Land gewinnst. Oder soll ich der Security-Dienst rausschmeißen? Was? Ich wurde gekündigt? Oh nein, ich muss jetzt den königlichen Palast verlassen. Oh Mann, Mama, du bist so gemein. Ich gehe die Schnitte mal trösten und dann wird sie meine Freundin sein. So habe ich doch bisher jede bekommen. Na, du süße Zuckerpuppe, na? Oh Mann, Eduard, was willst du hier? Meine Mutter hat meine Liebe meines Lebens, meine Crush gekündigt. Ach du, Elisabeth, das tut mir leid. Kann ich dich vielleicht irgendwie ablenken? Kann ich irgendwas Gutes für dich tun? Nein, nix. Ach komm, Elisabeth, es muss doch irgendwas geben. Ja, vielleicht Pferde. Ach, Elisabeth, da sprichst du genau mit dem Richtigen. Ich habe doch einen eigenen Pferdestall und deine Mutter möchte immer noch, dass wir auf ein Date gehen. Also schlage ich vor, dass wir einfach ganz zwanglos ein Date auf meinem Pferdestall machen. Okay, wenn Papu dadurch wiederkommt, dann gehe ich mit dir auf ein Date. Ja, und bald ist sie meine Freundin. Oh Mann, Edward, das macht ja schon irgendwie Spaß. Ha, freut mich, dass ich dich ein bisschen aufmuntern konnte. Ich weiß, wie das ist, wenn man jemanden liebt, den man nicht haben kann. Ach ja, Edward, wen liebst du denn? Doch nicht etwa mich, oder? Doch, Elisabeth, ich liebe dich. Ich habe eine Crush auf dich. Ach, Edward, aber dabei bin ich doch in Babu verliebt. Gib mir eine Chance, Elisabeth. Ich möchte, dass du meine Freundin bist. Okay, Edward, ich muss es zugeben. Ich bin auch ein bisschen in dich verliebt, Edward. Wollen wir zusammen sein? Ja, Elisabeth, lass uns zusammen sein. Oh Mann, Leute, heute ist die Beerdigung der Königin. Und ich bin ganz traurig. Aber wie es Elisabeth wohl geht? Oh Mann, wer hätte das gedacht? Meine liebe Mutter ist gestorben. Oh nein, Mama, ich vermisse dich so sehr. Dabei habe ich doch gerade mit Edward mein erstes Kind, meinen ersten Sohn, Prinz Micha, bekommen. Endlich ist die alte Schachtel tot. Jetzt werde ich ein König von zwei Königreichen sein. Oh Mann, Mama. Ich vermisse dich so. Ich weiß gar nicht, was ich alles ohne dich tun soll. Oh Mann, Leute, wie es scheint, ist Elisabeth wirklich sehr traurig. Genauso traurig wie ich. Ich wurde zwar von der Königin gekündigt, aber das war nur für Elisabeths Wohl. Das weiß ich doch. Aber der Typ, der König Edward, der ist ein ganz fieser Hund. Das sage ich euch. Vielleicht kann ich ja gleich nochmal mit Elisabeth reden. Ich habe seit über 10 Jahren nicht mehr mit ihr geredet. Und sie hat mittlerweile schon ein Baby bekommen. Komm, Schatz, es wird Zeit zu gehen. Die königlichen Pflichten warten auf uns. Ja, du hast recht, Schatz. Ich komme. Oh, sie kommen her. Ich sehe Elisabeth wieder. Hä? Papu, bist du das etwa? Ja, Elisabeth, ich bin's. Herzlichen Glückwunsch
zur Geburt eures Sohnes. Dankeschön, oh Mann, das wühlt mich alles so auf. Erst heirate ich Edward, dann bekomme ich unseren Sohn, Prinzen Micha. Jetzt steht meine Mutter und auf einmal stehst du vor mir, die größte Liebe meines Lebens. Was? Ich bin immer noch ihre größte Liebe? Hä? Ach komm schon, Elisabeth, für den Versager haben wir keine Zeit. Los, komm mit. Edward, du hast ja recht, ich komme. Und nun zu dir, du kleiner Butler. Ja, was kann ich für sie tun? Wenn du noch einmal mit Elisabeth redest, dann werde ich dafür sorgen, dass du eingesperrt wirst. Hast du das verstanden, Babo? Ich hab's verstanden. Gut, das will ich ja auch wohl mal hoffen. Oh Mann, der ist echt gemein. Ich gehe jetzt ans Grab der Königin und verabschiede mich nochmal. Du, Emma, ich glaube, König Edward, der betrügt mich mit einer anderen. Ach, glaubst du wirklich? Nein, das glaube ich nicht, Elisabeth. Ich glaube, da liegst du falsch. Nein, ich bin mir ganz sicher. Ich habe blonde, lange Haare gefunden. Mit irgendjemandem betrügt Edward mich. Ich weiß nur noch nicht, wer es ist. Elisabeth, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Edward ist doch so ein netter, so ein starker, so ein hübscher, so ein großer, so ein toller, so ein cooler, so ein lustiger, so ein feiner, so ein reicher, so ein schöner und so ein attraktiver Mann. Wer möchte denn mit ihm zusammen sein? Ja, ich weiß, er war nicht meine erste Wahl, aber ich liebe ihn. Ach, Elisabeth, mach dir da keine Gedanken. Es gibt bestimmt niemanden, mit dem Edward dich betrügt. Ach, meinst du wirklich, Emma? Ja, okay, dann wird das wohl auch nicht so sein. Du, Elisabeth, ich muss jetzt, ganz schnell los. Hä? Nanu, was ist denn mit Emma auf einmal los? Ich verstehe das nicht, aber ich gehe jetzt erstmal shoppen. Denn shoppen vertreibt alle Kummer und Sorgen. Aha, schön, dass du wieder hier bist, meine Hübsche. Du bist dir auch ganz sicher, dass niemand dir gefolgt ist. Das darf Elisabeth nicht wissen. Elisabeth darf nicht wissen, dass ich hier mit dir fremdgehe. Das würde sie nicht aushalten, dass ausgerechnet mit mir fremd gehst. Aber du bist einfach so viel cooler als Elisabeth. Ich gehe jetzt erstmal ins Rockstar shoppen. Was haben sie denn hier Schönes? Oh, vielleicht ziehe ich mir dieses Oberteil an. Oder dieses und diese Hose vielleicht. Oder diese Hose. Das würde mir schon alles stehen. Ich glaube, ich kaufe dieses Outfit, aber irgendwie ist das nicht das Wahre. Irgendwie werde ich dem das Gefühl nicht los. Edward betrügt mich. Die Klamotten können das auch nicht wegmachen. Naja, ich gehe jetzt nach Hause. Mal sehen, was er so den ganzen Tag getrieben hat. So, ich bin jetzt zu Hause. Hä? Normalerweise ist dieses Tor offen. Was ist hier denn los? Bitte lass es nicht wahr sein. Bitte, Edward, betrüge mich doch nicht. Ich bin doch deine Frau Elisabeth und wir haben 3 gemeinsame Kinder. Bitte lass da niemanden sein. Oh nein, ich glaube, ich rieche Parfüm. Sie ist so blöd, die merkt nichts. Und dabei ist sie meine beste Freundin. Zumindest glaubt sie das. Haha, wir sind so gemein. Haha, ja, das sind wir. Ihr seid echt fiese, gemeine Hunde. Edward, du betrügst mich ja. Oh nein, Elisabeth hat es rausgefunden. Und du willst meine Freundin sein? Scher dich zum Teufel. Ich lass mich scheiden und ich will mit dir auch nichts mehr zu tun haben. Oh Mist, nein, dann verliere ich ja mein halbes Königreich. Darüber hättest du früher nachdenken sollen. Und jetzt raus aus meinem Haus. Ich will, dass ihr beide geht. Oh, Königin Elisabeth, ich habe eine Untersuchung mit Ihnen gemacht. Es sieht nicht gut aus. Sie sind schon 96 Jahre alt und da macht das Herz nicht mehr so mit. Wissen Sie? Ja, ich bin schon 96 Jahre alt. Und was habe ich in meinem Leben erreicht? Nix, ich hab die Liebe meines Lebens, meine Crush, habe ich nie geküsst. Ich war nie mit ihm zusammen. Oh Mann, Frau Königin, das tut mir echt leid. Aber Sie müssen sich jetzt ausruhen. Nein, ich will mich nicht ausruhen. Ich will jetzt endlich mit meiner Crush Babu zusammenkommen. Auch wenn ich 96 Jahre alt bin. Wissen Sie, meine Crush Babu und ich, wir gehören einfach zusammen. Ja, okay, Frau Königin. Ich kann Sie nicht aufhalten, aber bitte seien Sie vorsichtig. Sie dürfen sich nicht zu sehr aufregen. Ich hab schon viel zu lang gewartet. Babu, meine Crush. Ich komme, bleib da, wo du bist. Ich steige in mein Ferrari ein. Und jetzt komme ich zu dir. Oh Mann, Leute, das war heute wieder ein anstrengender Dienst. Der ging richtig auf die Knochen. Ich bin mittlerweile 96 Jahre alt.
und ich muss immer noch arbeiten, weil ich keine Rente bekomme. Und es ist so anstrengend als Müllfahrer und ich kann hier nur in so einem kleinen Containerhaus wohnen. Was die Königin jetzt wohl alles macht, ich mache mir solche Sorgen um sie. Babo, meine Crush, ich komme, ich bin die Königin. Was? Meine Crush ist da? Meine liebste Königin von allen. Babo, ich muss dir was sagen. Elisabeth, ich muss dir auch was sagen. Ach ja, Babo, was willst du mir denn sagen? Elisabeth, ich habe eine Crush auf dich. Was, Babo? Ich habe auch eine Crush auf dich. Elisabeth, wollen wir dann jetzt zusammen sein? Ja, Babo, ich möchte für den Rest deines Lebens mit mir zusammen sein. Komm her. Oh, da werde ich ja ganz rot. Das ist mir total unangenehm. Oh Mann, Babo, wie alt bist du? 12? Im Geiste ja. Haha, Babo, das ist ja lustig. Komm, Elisabeth, ich möchte dir mein Haus zeigen. Oh, das ist so schön. Da wirst du dich bestimmt richtig drüber freuen. Boah, Babo, das ist dein Haus. Das hast du dir aber schön eingerichtet. Dankeschön, Elisabeth. Oh, Babo, was ist denn hier oben? Oh, Elisabeth, sei bitte vorsichtig. Die Leiter ist ganz schön steil. Ach, keine Angst, Babo. Ich bin doch jung und sportlich mit meinen 96 Jahren. Ich falle runter. Aua! Oh nein, Elisabeth, meine Crush, meine Königin. Was ist los mit dir? Oh, Babo, ich liebe dich über alles, aber ich sterbe. Oh nein, Elisabeth ist tot. Ich muss sofort einen Krankenwagen rufen. Nein, Leute, meine Crush, meine Königin ist jetzt gestorben. Und jetzt bin ich wieder ganz alleine. Das Einzige, was mich tröstet, ist, dass wir zum Ende doch noch ein Paar geworden sind. Und wenn dir das Geburt-zu-Tod-Video gefallen hat, dann schau dir jetzt das Geburt-zu-Tod-Video auf der rechten Seite an.